Und alle Mann antreten zu einer neuen Folge von Sportsbacker. Lenz! Hallo Andreas! Kimiko! Hallo Kimiko! Herzlich willkommen bei der Rettungsjapaner-Newsvorstellung. Na Kimiko, was ist denn mit dir los? Vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen langsamer. Herzlich willkommen bei einer... Nicht ganz so langsam, ganz normal. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sportsbacker. Oh, ein Glück, ich dachte schon, Kimiko geht's schlecht heute, aber sie ist auch an Bord. Und wir erleben wieder tolle Spiele aus Japan mit wahnwitzigen Kandidaten, die Leib und Leben riskieren. So wie ich ja auch heute... Der heißt neues Serienspiel. Falls ihr mich noch verstehen könnt. Und dann hoffe ich, dass wir mit einer relativ normalen, aber wie immer spektakulären Folge von Sportsbacker weitermachen können. Und zwar gleich. Wollt ihr noch mehr? Unbedingt. Also Sportsbacker ist ja nun wirklich die verrückteste Show, die jemals aus dem Land der aufgehenden Sonne zu uns gekommen ist. Aber was Kimiko und Lenz heute mit mir veranstalten, also Freunde da draußen, ihr müsst euch wirklich nicht wundern, das kann ganz schön schwierig werden heute. Was heißt hier ganz schön schwierig? Du schiebst mir hier irgendwas in die Schuhe, anstatt dich hier um unsere entzückende Kandidatin zu kümmern. Hier, das ist doch mal deine Aufgabe. Ein Glück, dass ich wenigstens so ein Spiel mitgebracht habe. Da ist es vielleicht deine einzige Chance, dich ein bisschen hier zur Ruhe zu bekommen. Ja, was heißt hier zur Ruhe zu bekommen? Ich bin hier. Heute einfach ein bisschen aufgeregt. Warum eigentlich nicht? Eben. Ja, warum eigentlich nicht? Ja. 1 Million Yen, darum geht's. Und die Dame hier muss versuchen, da auch jetzt die zweite, etwas steilere Rampe zu erreichen im Aquaparadies Patio in der Provinz Saitama. Hast du sonst auch noch irgendwas zu sagen? Nein, nein, also da geht's hier aber abwärts. Weg ist die 1 Million Yen. Es geht ab ins feuchte Nass. Kimiko, du bist noch okay? Ist alles in Ordnung? Oh, yes. Oh ja, okay. Lenz, dann machen wir zwei erstmal weiter. Ja, ich würde mal auch sagen, Kimiko darf sich etwas beruhigen. Baseball, hast du schon angesprochen, ist ja in Japan ein Volkssport. Unglaublich populär, auch Hideki Matsui. Er ist bei den Yomiuri Giants, 38 Home Runs in der abgelaufenen Saison. Er ist einer der echten Superstars. Phänomenal. Ja, das finde ich auch. Also Kimiko offenbar auch ein Baseball-Fan, sehe ich das richtig? Ein bisschen was von Baseball, denn ohne gewisse Grundkenntnisse wird das ziemlich schwierig. Hier haben wir Team Japan, Team Japan. Die sind in diesem Fall neutrale Spieler, die sich einfach für oder gegen jeden immer anstrengen. Also Team Japan, Team Japan hätte ich auch gerade noch verstanden. Aber worum geht es jetzt bei diesem Spiel? Schwierig. Wir haben hier 3 Kandidaten, davon spielen 2 gegen einen. Und eigentlich spielen sie ein ganz normales Baseballspiel. Es geht um Punkte, es geht darum, Homeruns zu machen, Runs zu erzielen. Und da spielen die beiden Showmaster dieser Show in Japan, nämlich Uchimura und Nanbara gegen Matsui, gegen den Profi. Tja, also die erste Sektion haben sie gar nicht mal so gut hinbekommen. Tja, natürlich gibt es auch Klassiker hier bei Sportsbacker. Das ist natürlich immer eine Beziehungskiste, die mir ganz besonders gut gefällt. Und es gefällt dir besonders gut, weil es eines von den Spielen ist, die du verstehst, Lenz. Ah, ihr zwei werdet uns Japaner nie verstehen. Tja, und dieses Spiel verstehe ja sogar ich. Es ist eigentlich ganz einfach. Die beiden Kandidaten, also das Pärchen, je nachdem wie auch immer gestrickt, muss sich küssen. Und das 3 Sekunden lang. Und das Ganze muss zumindest passiert sein, bis 10 Sekunden rum sind. Nur die Gummiseile erschweren das Ganze ein bisschen. Itchy bitch. Tja, manchmal erschwert der Gummi eben so manches, aber na gut, der nächste Versuch kommt sicher. Die beiden sind übrigens seit 3 Monaten zusammen und behaupten, sie hätten sich noch nie geküsst. Und ihr glaubt, das ist lustig? Ich finde das sehr, sehr spaßig. Hier sind wir wieder bei unserem speziellen Tischtennisspiel. Eine ganz absonderliche Tischtennisplatte, oder eigentlich 2. Eigentlich 2. Auch das sind wieder die Bilder von den beiden japanischen Showmastern, die wir auch beim Baseball sehen, in dieser Ausgabe von Sportsbacker. Halt! Entschuldige mal, wieso dieselben schon wieder? Bekommen die hier 4 Chancen pro Sportsbacker? Das ist zu viel. Nein, hier müssen sie ja nur ihr Profil und ihre Nasen hergeben zum Design des Tisches. Ach so. 10 Ballwechsel müssen unsere Kandidaten hinbekommen. Nach 5 fangen an, die Nase auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Augenbrauen sich zu bewegen. Und hier haben wir unsere ersten Tischtennisspieler, beide 46 Jahre alt, aber früher mal waren sie ganz groß. Denn die beiden waren mal in der japanischen Meisterschaft ganz vorne mit dabei. Ist aber 20 Jahre her. Früher waren sie ganz groß, jetzt sind sie ein bisschen geschrumpft. Quatschköpfe. Na gut, Kimiko.
Am Ohr abgeprallt der Ball, damit keine Chance. Schläger werfen ist zwar erlaubt, allerdings hier fruchtlos. Und wir gehen wieder auf die schiefe Ebene Steep Slope. Neues Spiel, neues Glück. Für diese Kandidatin ein besonders traditionell angehauchter Badeanzug, den sie da trägt. 36 Jahre ist sie alt. Motoko Watanabe, Mutter dreier Kinder. Sie will die Millionen Yen sich holen, um für ihre Kinder tolles neues Spielzeug zu besorgen. Erste Hälfte kein Problem, aber die zweite Sektion, da wird es ganz schön steil. Außerdem wird da seifiges Wasser heruntergelassen. Ja, seifiges Wasser, Kimiko, da ist nichts dran lustig. Na gut, also doch. Zeitlimit gibt es übrigens nicht, das kann noch dauern. Tja, und schon ist sie im Wasser. Die schiefe Ebene, beziehungsweise die schiefe Bahn, war offenbar doch nicht das Richtige für sie. Aber sie grüßt ihre Kinder, sie entschuldigt sich. Entschuldigung, gibt halt kein neues Spielzeug, aber Mama hat Spaß gehabt. Neues Spiel, neues Glück. Die kann es ja vielleicht später nochmal probieren. Immer noch 0:0 beim Spiel der beiden Schaumeister, der Showmaster gegen Matsui. Jetzt ist Matsui am Schlag, das heißt, er hat jetzt die Möglichkeit, Punkte zu erzielen. Und da das ein Fehlwurf war, der hinten vom Catcher nicht gefangen wurde, erreicht er hier die dritte Base. Oh, traumhaft. Bin ich auch wirklich ziemlich gut. Die Spannung steigt. Der Schlag hat gesessen, sehr gut durch die Mitte und er geht locker on base. Und ich glaube, da ist der erste seiner Runner schon durch, jawohl. 2:0, zwei Runner auf die Homebase gebracht, erstklassig und damit die Führung für den Profi. Und er legt gleich nochmal los. Also unsere Showmaster haben es wirklich mit den Bällen, muss man sagen. Obwohl ich sagen muss, für Hobbyspieler sind das ziemlich gute Pitches. Und da sieht man, wie es auch einen Profi mal auf die Nase legen kann. Zu viel Schwung geholt, der Ball kam überraschend locker. Das ist ein Flugball, ein Flug aus, das Angriffsrecht wechselt, aber Matsui mit 3:0 in Führung. Wollt ihr noch mehr? Ja, unbedingt mehr, aber noch mehr, würde ich mal sagen, abseits vom Baseballfeld, denn die Küsserei, das ist doch wirklich eine meiner Lieblingsdisziplinen. Die Regeln sind so einfach, nicht wahr? Ja, eben. Ganz leicht zu verstehen. 10 Sekunden Zeit, um gegen den Widerstand der Gummiseile anzukämpfen. In diesem Fall hat's leider nicht geklappt. Edgy Bitch. Neues Pärchen und normalerweise kloppen die sich und zwar mit den Kendo-Stäben. Du weißt schon, das Samurai-mäßige mit den Bambusstäben, wo man versuchen muss, sich gegenseitig auf den Kopf zu hauen. Schon klar, aber berufsmäßig, oder? Nein, nein, Hobbysportler natürlich. Gibt's sowas als Beruf, Kendo-Kämpfer? Ich habe keine Ahnung, du, es ist alles möglich. Bin ich Japaner? Tja. Wenn ich mir dich so anschaue, aber naja. Ah, ihr zwei werdet uns Japaner nie verstehen. Na schon gut, Kimiko, sei nicht so streng heute. Beim Sumo könnte ich mitmachen. Ja, zumindest die Ansätze wären vorhanden. Oh, ein Ballwechsel, auch nicht schlecht. Ja, der Ping-Pong-Tisch ist doch ein wenig holprig. Vom Kinn abgesprungen und da keine Chance mehr, den Ball zu retournieren. Neues Spiel, neues Glück. Yato und Komatsu im heißen Duell. Zumindest 5 Ballwechsel sollten sie schaffen, damit sie... Tja, die zweite Phase erreichen, wollte ich sagen. Was soll das denn? Ja, das war ein Fehlversuch, Kimiko. Da hat sie verblasen. Und wir gehen zurück ins Schwimmbad. Auf die schiefe Bahn.
Aya Nagatomi. Von Beruf Aya Nagatomi. Ist auch ein schöner Beruf. Ja. Aber es freut mich, dass ihr euch so gut gefangen habt jetzt inzwischen. Wer? Du und Kimiko. Oh nein. Ich weiß nicht, da ist irgendwie, ist da eine... Ich habe keine Ahnung, was mit ihr heute los ist, aber wir werden das Ganze schon ein bisschen ruhiger bekommen. Gute Technik. Sie saugt sich geradezu auf der schiefen Ebene fest. Warum eigentlich nicht? Das ist genau die richtige Taktik. Man nennt sie die Fliege. Ja, nur noch ein, zwei Meter. Die Million winkt. Ich nenne sie Miss Vakuum. Tja, bis jetzt. So nah war jedenfalls noch keine dran an der Million. Und vielleicht haben sich ja die anderen Teilnehmerinnen das ganz genau angeschaut. Die Technik, relativ aufrecht da hochzugehen, scheint erfolgversprechend zu sein. Reingefallen. Ja, eben doch nicht ganz erfolgversprechend, denn sie hat's noch nicht geschafft. Sie ist immer noch zu holen, unsere... 1 Million Yen! Das Angriffsrecht, unsere Showmaster... Allerdings werden sie hier ein Schlag nach dem anderen ausgespielt. So richtig kommen sie hier nicht in Schwung gegen den Profi der Giants. Super Strike. Und gleich noch einer, der Fastball einfach zu schnell für Nanbara. Also ich sehe, du kennst dich in Baseball wirklich exzellent aus. Mir war es ja immer ein bisschen zu kompliziert. So ungefähr habe ich es begriffen. Ball fliegt, Schläger schlägt. Und die laufen los. Ja, die laufen los. Aber wenn der Ball vor ihnen auf der Base ist, dann sind sie raus. Und genau das ist Nanbara gerade passiert. Also, da geht das Duell dann in die nächste Runde. Immer noch 3:0 für Matsui. 2 Japaner, 2 Fotoapparate. Das muss natürlich sein, aber sie sind unterwegs zum Kusswettbewerb. Wieso hat er eigentlich die Handtasche dabei? Das ist eine gute Frage. Ich kann sie dir jetzt leider aus dem Stegreif nicht beantworten. Und warum hat er diese hässliche Perücke auf? Du sollst nur seine richtige Frisur sehen. Ja, so einen halben Meter ist er durchaus nach vorne gekommen. Sind die schlecht? Die sind ziemlich schlecht, aber wahrscheinlich sind sie schon seit 60 Jahren verheiratet. Und nehmen das nicht so richtig ernst. Könnte durchaus sein, ihre Liebe ist so groß, da müssen sie gar keine großen Beweise antreten. Die Gummibänder mit nach Hause, damit es zu Hause auch keine Konflikte mehr gibt und kein direktes Aufeinandertreffen. Nach 60 Jahren Ehe, ich glaube, da ist man übers Gröbste raus. Wenn du meinst. Und nach 60 Jahren Tischtennis kann man vielleicht auch mit diesem Tisch was anfangen. Halt! Na, vielleicht doch nicht so ganz. Kimiko, hast du ein Problem? Oh, peinlich. Naja gut, also da reden wir nicht mehr über Ehe, sondern über Tischtennis in diesem Fall. Leider ist nichts gewesen. Netz zu kurz, der Stoppballversuch ist an der Nase gescheitert oder an den Augenbrauen oder was weiß der nicht. Ich weiß es nicht. Quatschköpfe. Sie ist heute wirklich unbarmherzig. Völlig unbarmherzig. Unsere nächsten Kandidatinnen waren mal reif für die japanische Nationalmannschaft. Normalerweise spielen sie im Doppel gemeinsam. Hier treten sie gegeneinander an und könnten auch eigentlich vielleicht, wenn das der Manager sieht, hier in Grenzau anfangen, Tischtennis zu spielen. Wenn das so einfach wäre. Das war bis jetzt, glaube ich, wirklich der absolute Minusrekord. Sensationeller Aufschlag. Ja. Ins Nasenloch direkt getroffen. Was soll man dazu noch sagen? Itchy bitch. Na gut. Ob diese junge Dame hier noch eine Chance bekommt, auf die schiefe Bahn bzw. nach ganz oben hinzukommen, das sehen wir gleich. Lenz und Kimiko treiben mich heute zum Wahnsinn. Die Showmaster bemühen sich, auf Base zu kommen. Es wird geküsst, wenn auch mit nicht so viel Erfolg am Gummiband. Tja, und Tischtennis ist auch nicht jedermanns Sache. Lenz, dir geht's gut? Mir geht's einfach prächtig. Kimiko, dir geht's gut? Na gut, also ihr geht's offenbar ganz gut. Unsere Kandidatin von eben hat wieder die Chance bekommen, auf die schiefe Bahn zu kommen.
reingefallen. Ist sie im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Technik ist offenbar dann doch nicht so ganz übernommen worden. Die schiefe Bahn schafft sie heute einfach alle. Eigentlich wollte sie nach Frankreich fahren mit dem Geld, das kann sie sich jetzt sparen. Da reicht's bestenfalls für die nächste Eintrittskarte in der Badeanstalt. Sayonara. Sayonara, das heißt auf Wiedersehen. Hier allerdings geht's noch weiter. Immer noch 3:0 für den Profi der Giants, für Matsui im Match gegen Uchimura und Nanbara, die hier jetzt selbst den ersten Punkt nach Hause bringen. Das war ein ganz schlechter Pitch und das weiß er ganz genau. Jetzt Uchimura mit der Chance. Super Schlag in die ganz gefährliche Zone zwischen Infield und Outfield. Das macht es jeder Verteidigung schwer, keine Probleme auf Base zu kommen. Warum eigentlich nicht? Eben, Kimiko ist Baseball-Spezialistin. Und du auch, Lenz, das sieht man ganz klar. Fastball, kein Problem, Strike. Noch ein Strike, klasse. Man darf nicht vergessen, Matsui ist ja normalerweise kein Pitcher, sondern der ist Batter, der ist Contact-Hitter, der ist einer, der die Bälle normalerweise aus dem Stadion fegt. 38 Homeruns in der abgelaufenen Saison, das haben wir vorhin erfahren. Phänomenal. Das klingt wirklich sehr beeindruckend. Ja, der hat auf jeden Fall mal gesessen, der Schlag. Jetzt muss man aufpassen, gibt es Flug aus? Nein, die drei Verteidiger sind sich nicht einig gewesen, wer von ihnen da rangehen sollte. Und das ist der nächste Punkt. Das sind sogar zwei Punkte. Grober Schnitzer der Verteidigung, 3:3 in diesem Match. Und die Möglichkeit, weitere Punkte zu erzielen für unsere beiden Showmaster, die allerdings natürlich die Millionen nicht behalten würden, wenn sie hier den Profi schlagen. Nein, sie wollen das Ganze stiften, spenden. Wenn ihr euch da mal nicht geschnitten habt. Da wäre ich mir nämlich auch nicht so sicher. Vielleicht sagen sie das einfach nur. Ich glaube, sie würden nur investieren in neue Gummiseile oder in eine neue Rutschbahn. Oder so. Dieses Paar macht sich auf jeden Fall erstmal ein bisschen locker. Ganz klar, das ist eine anstrengende Prüfung. Los geht's. 10 Sekunden Zeit, sich zu küssen. Eindrucksvolle Sprungtechnik. Allerdings muss man sich 3 Sekunden in den Armen halten und küssen. Und tja, hat leider in dem Fall nicht funktioniert. Bisschen zu stürmisch, der junge Herr. Immerhin ist mal wieder ein bisschen Dampf drin in der Beziehung. Ja, reichlich Dampf. Wasserdampf. Oh, traumhaft. Das war schön. Das hat Kimiko wieder gefallen. Bisschen gehässig, wie gesagt, heute. Und wieder in die große, glitzernde Welt des Tischtennis. Die Herren Tanaka und Takahashi bemühen sich. Tanaka war 91 im Weltcup aktiv und 96 in der japanischen Liga als Profi. Wer, wenn nicht die beiden, sollen hier 10 Ballwechsel schaffen? Ja, oder so. Also die Japaner sind offenbar nicht alle so Tischtennis-verrückt. Takahashi, also. Da sieht man doch gleich den Profi an dem Aufschlag. Lenz, du kannst den Mund wieder zumachen. Ich zähle nur gerade mit. 5. Und jetzt Action. 6. Oh, ja, leider. War aber wirklich also ein faszinierendes Spiel, was die beiden gezeigt haben. Unglaublich faszinierend. Also der Hauptsponsor von unserem Herrn Tanaka, der wird begeistert sein. Es gibt gleich den nächsten Vertrag. Naja, da musst du zugeben, Baseball ist doch da wirklich das spannendere Spiel, oder? Das kann man jetzt so oder so sehen. Matsui jetzt mit der Chance, Punkte zu machen. Und hier das Spiel zu gewinnen, aber das ist ein glasklares Flug aus. Und damit wechselt das Angriffsrecht wieder zu unseren beiden Showmastern. Sozusagen eine Flugente. Ja, Lenz, wenn du meinst. Oh, peinlich. Na gut, Kimiko, okay, also ich werde mich in der Beziehung weiterbilden. Aber das ist doch ein richtig guter Crashkurs hier in Baseball jetzt. Ich kann mich nicht beklagen, ja? Er droht ihm jetzt übrigens einen Strikeout an. Der gemeine Kerl. Fastball und der sitzt damit. Strikeout. Nanbara ist draußen. Tja, so kann es gehen, wenn man gegen Profis spielt. Aber sie haben auf jeden Fall noch gute Laune. Wenn Matsui jetzt auch ihn, Nanchan,
ausspielt, dann war's das. Jetzt lässt er sich Zeit, schaut sich den Ball an. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht doch noch Base erreicht. Aber der Wurf genau getimt. 3:3, das Spiel ist aus. Es gibt keinen Sieger, die 1 Million bleibt im Kasten. Und irgendwie, das sieht mir doch ein bisschen nach Betrug aus, oder? Zumindest so leicht geschummelt, oder? Also ein ehrenhaftes Unentschieden, das ist wie früher beim Sackhüpfen, wenn immer alle gleichzeitig gewonnen haben. Hier allerdings die Chance, 1 Million Yen zu gewinnen für Yumiko Taguchi, 16 Jahre alt, und sie hat an einer Rutsche geübt auf dem Kinderspielplatz hinter ihrer Schule, ist da Tag und Nacht drauf gekrabbelt, und man sieht das Ergebnis, sie macht das einfach super lässig. Ja, aber wer hat das Wasser runtergekippt? Gute Frage, ihre kleine Schwester vielleicht. In der letzten Sekunde buchstäblich hat es sie doch noch erwischt. Ja, springen ist natürlich aus so einer Position sehr, sehr schwierig. Erstklassige Rutschpartie, muss man sagen. Stilistisch ganz ausgezeichnet. Natürlich ist hier nichts passiert. Schön ist da unten, dass die da noch eine Schanze eingebaut haben, dass sie richtig fliegen. Aber richtig geflogen ist heute auch unser Better. Und damit kommt ihr auf den Sportsbacker des Tages, auf den 3. Platz. Auf dem Platz Nummer 2, wie sollte es anders sein? Diese junge Dame, die sozusagen beim Antritt auf die schiefe Ebene schon gescheitert ist, Glück gehabt. Auf der Nummer 1, unser Backer des Tages. Der Nasenaufschlag, sensationell früh gescheitert, immer wieder schön zu sehen. Auch bei www.wofan.de seht ihr ganz tolle Sachen, und ich verabschiede mich schon mal. Ich versuch's auch mal. Kimiko, hast du Lust, noch auf Wiedersehen zu sagen? Kimiko. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Sportsbacker.